Der Neubau der Ortsumgehung für Konzkönen ist eines der größten Verkehrsprojekte in der Region Trier. Der Drohnenflug beginnt an der B51 zwischen Eil und Könen. Im Video sind schon mehrere fertig gebaute Brücken und Unterführungen zu erkennen. Die Straße kreuzt von der B51 kommend zunächst die K112. Die Strecke führt von da über 4 Kilometer bis zur B419 an der Mosel. Der Bund finanziert die Straße. Insgesamt kostet das Projekt 24 Millionen Euro. Ein paar hundert Meter weiter steht eines der größten Bauwerke, das in den vergangenen Jahren auf der Umgehungstrasse entstanden ist. Eine große Grünbrücke. Allein der Bau dieser Brücke hat 1,5 Millionen Euro gekostet. Im weiteren Verlauf der Trasse folgen weitere Brücken und Unterführungen. Links im Bild ist der Steinbruch einer Baufirma zu sehen. Das Gewerbegebiet Granerhöhe wird aufwendig an die neue Bundesstraße angeschlossen. Dazu wurde unter anderem ein neuer Kreisverkehr gebaut. Zwischen der Mosel und dem Gewerbegebiet folgt noch eine Brücke mit 3 Feldern. Sie kreuzt die L138 zwischen Könen und Wasserliesch und die Bahnstrecke zwischen Trier und Perl. Die B419 wird noch mit einem Kreisel an die Umgehungsstraße angebunden. Sollte irgendwann der Moselaufstieg gebaut werden, würde er an dieser Stelle über den Fluss bis zur A64 führen. Ende 2017 sollen die ersten Autos über die Könener Ortsumgehung rollen.